So, hallo, der Helmwecker wieder mal. Ja, meine alten Schläuche haben es nicht mehr gemacht. Da hatte ich schon zu viele Flickstellen drin, die waren also alt und porös. Und dann war dieses Angebot hier mit den 50 Metern, 50 Meter Schlauch, halb Zoll. Das ist eigentlich das Standardmaß für einen Garten, halb oder dreiviertel Zoll, aber halb Zoll reicht vollkommen aus. Hier sieht man nur einen Teil von dem Schlauch. Der andere Teil hängt hier über dieser alten Autofelge, die ich hier als Schlauch auf Wickelmöglichkeit dann genutzt habe. Und da sind die, passen die 50 Meter gerade so rauf. Und mit den 50 Metern komme ich auch von dieser Zapfstelle bis nach vorne an mein Tor, wo die anderen Flächen dann auch durchweg alles beregnet werden können. Ich bin insofern mit dem Schlauch zufrieden. Der ist schwarz, macht sich jetzt bei dem Wetter nicht so ganz gut, da ja dann das Wasser da förmlich drin kocht heute, wenn wir über 30 Grad bekommen. Also muss ich das immer gut irgendwo hinlaufen lassen, das heiße Wasser. Damit kann ich kaum mehr was bekennen und damit nicht mit dem heißen Wasser Pflanzen gießen oder so weiter, das nicht. So, dann weiter hier ziehen. So, das ist so ein bisschen so die Anleitung, wie der aufgebaut ist. Ist natürlich mal wieder eine der positiven Sachen, die ich hervorheben muss. Hier ist, das steht auch etwas auf Deutsch mit dann dabei, ansonsten ist das auch alles Englisch. Ja, Deutsch, Gartenschlauch, das wissen wir eigentlich alle, aber hier ist dieser Aufbau, wie der Schlauch aufgebaut ist. Also der hat im Inneren diesen weichen Schlauch, dann dieses Gewebemisch aus Gummi und Gewebe und halt die Außenhaut reiner Gummi. Ich hoffe, dass er den Umweltbedingungen standhält und nicht anfängt zu kleben durch die Sonneneinwirkung. Das hatte ich schon mal bei einem anderen Schlauch, den musste ich dann ganz schnell entsorgen, weil er so geklebt hat, den konnte man gar nicht mehr richtig anfassen. Jedenfalls hoffe ich, dass das bei dem nicht passiert. Der soll total flexibel sein, soll für alles sein, also Sonne und bei Frost und keine Knicke. Gut, mit den Knicken, das werde ich noch ausprobieren, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das auch dann wirklich so ist. Aber zumindest macht er erstmal einen guten Eindruck. Und ich bin insofern auch zufrieden. Es hat noch nicht geknickt. Ich habe ihn jetzt erst so seit 2 oder 3 Tagen, habe ich den erst und hängt der erst hier. Also da ist noch nicht spürbar. Aber wie gesagt, weil er schwarz ist, das wird mächtig heiß werden, das Wasser. Aber gut, da kann der Hersteller nichts dafür. Das ist ja auch relativ egal. Da kann auch ein heller Schlauch sein, der wird auch heiß bei dem Wetter. Jo, also soweit, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Der hält den Brückenstand, der kann bis 25 Bar kann er ab. So viel kommt natürlich bei einer Wasserleitung kaum raus. Aber das würde er dann auch aushalten. Jo, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, weil sieht man ja, schwarzer Schlauch mit gelben Strichen und Beschriftung. Da steht alles Wichtige auch nochmal drauf auf dem Schlauch, was man wissen muss. Ja, ansonsten 50 Meter. Ich hatte ihn schon bis vorne ausgezogen. Also es sind wirklich 50 Meter. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber es ist relativ lang und das sind dann nur 50 Meter in meinen, so wie ich mir das ungefähr abgeschätzt habe. Also wie gesagt, der Schlauch bekommt dann auch von mir die 5 Sterne. Daumen hoch vom Heimwerker und bei 50 Meter ist der Preis gerechtfertigt. Wenn sich jetzt hier nichts durch Umwelteinflüsse ändert, an dem hat er die 5 Sterne verdient. Ansonsten ändert sich noch was, mache ich dann nochmal einen Nachtrag, werde ich dann nochmal was reinsetzen. Ansonsten bis jetzt, also so neu wie er ist und die ersten Versuche sind abgelaufen. Das funktioniert alles soweit mit dem Schlauch und wie gesagt, 5 Sterne. Und dann Preis-Leistung sind dann auch dementsprechend gut.